Jetzt habe ich den Stoff natürlich weggepackt. Funktioniert. Oh Gott, hier kommen Typen. 5, 6 Stück. Nee, 5. Kommen sie schon näher, oder? Oh Gott, die greifen mich an. Hier, die sind mir. Mach hier zu. Hey, der ist einfach durch die Mauer gelaufen. Ja, stimmt, der hier hoch. Hä? Na komm her, Goldi. Alter, der hat eine Ausweichrolle gemacht. Okay, ich hab 2 gekillt. Ich hab auch 2 down. Oh, ja, so auch weg. Also mit denen kommen wir schon mal klar. Ist zwar natürlich ein bisschen was die kostet, aber... Nehmt die Arme mit. Oh. Kann man eigentlich, wenn man zu... Nee. Theoretisch könnte ich hier auch eine ranhängen, oder Leute? Oder denkt ihr... Ah, okay. Wir machen es einfach. Wenn es scheiße ist, kann man sie ja immer noch ab... Ah, geht gar nicht. Okay, Fackeln kann man nicht an Gegenstände anbringen. Also wenn ich an der Seite vom Regal eine ranmachen will, das funktioniert nicht. Okay. Oh, hab keinen Stock mehr. Aber das reicht ja für innen. Mache ich hier auf der Ecke noch eine? Ich glaube, mehr Stoff habe ich dann gar nicht. Ich habe auch nur eins. Wie gesagt, die Leichen können wir auch alle auf ein Lagerfeuer werfen, so kriegen wir die Knochen raus, ne? Ja, aber es ist sinnvoller, die Arme und Beine abzunehmen wegen Essen. Und beziehungsweise dann den Rest auf ein Feuer zu werfen. Weil die Arme und Beine sind sehr schnell durch. Du kannst das sofort essen. Da wird man davon nicht verrückt oder so, ja? Ich habe keine verrückten Anzeige. Wenn du die, wenn die verbrannt ist, dann kotzt du kurz oder was. Ich weiß nicht, ob man das nicht verrückt wird. Wie heißt das? So. Reicht doch erstmal, oder? Innen ist ein bisschen beleuchtet. Draußen habe ich 2 Fackeln, damit man das Haus vielleicht besser sieht. Wir sind mehr schon Zeug haben wir jetzt nicht. Und wieder 3. Komm mal. Bleib liegen! Der ist tot. Der hier winselt noch. Den hast du nicht ganz getötet. Alter, komm aus da unten. Alter, wie viele da kommen. Ist so krass. Mit Granaten geschmissen oder was? Ja. Oh, das
Sind auch welche in der Basis? Ja, zwei, nee, einer. Okay, die sind alle tot. Die hat David weggesprengt. Ja, das Wort würde ich sagen. Deswegen lohnt sich Schlafen in dem Spiel, glaube ich, auch noch mehr. Da wollen wir die Messer. Oh, hier liegen so viele rum, brauchen wir glaube ich nicht alle gleichzeitig machen. Wollen wir mal schlafen gehen? Warte, ich messe die hier noch alle, nicht dass wir schlafen und die dann despawnen. Ja, das kann ganz gut passieren, da hast du recht, David. Ja, Lager muss man halt noch besser sichern und so, aber wir schalten ja auch, glaube ich, soweit wie ich es mitbekommen habe, Stück für Stück ja auch alles erst frei. Im Baumenü, da war ja schon wieder mehr, als wo wir vor 2 Tagen gespielt haben. Hatte ich zumindest das Gefühl. Weiß ich nicht, hoffe ich noch. Aber ich glaube, wenn wir die Kettensäge so haben, dass da auch mehr noch dazu kommt. Wo sind hier der noch? Okay. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Hab ich gerade verdrückt. Bin mir jetzt hinterher, oder? Ach nee, der sammelt Stöcker. Oh, er brennt. Er hat sich ein Feuer... Ach, er hat ein Feuer gebastelt und ist selber durchgelaufen. Er ist clever. Aber ruh dich doch aus, Boy. Schön, du die stapelst. Ja. Schon mal gesagt, dass sie total fesch in euren Mutantenlederrüstungen aussieht. Obwohl es ja nicht mal Leder ist, ist ja bloß Haut. Oh, jetzt habe ich 4-mal Essen. 2 Personen. Muss ich noch... Achso, ja, dann gehen wir schlafen. Ja, dann liegt es auch. Jo. Lecker. Soll die Hühnchen schmecken? Ja. Es schmeckt so. Das heißt, hat der ein Feuer hier vor die Hütte gefahren. Genau, ich habe mir aus Versehen verdrückt. Du bist toll. Ja, und? Oh, wir werden angegriffen.
Ja, stimmt. Mal wieder. Alter, was ist das für ein Typ? Keine Ahnung. Ich hab's ein bisschen. Zwei Köpfe größer als Ecke. Oh, oh, er ist da. Alter, was bist du für einer? Jetzt kommen die Bondage-Typen hier schon. Seine Sense haben. Jetzt hab ich dich. Ich höre doch noch irgendwo was. Ja, in der Base. Habe ich mir einen guten Headshot gegeben, den Wichser. Jetzt haut er ab, der Homo. Oh, einer ist noch hier drinnen. Ne, doch nicht. Der ist unser Dude. Kann man eigentlich zum Körper zerteilen die Axt nehmen oder geht das mit der Machete auch? Ich glaube die Axt. Und David zerstückelt doch immer alles. Ja, ne, kannst du auch mit der Machete machen. Okay, dann geht bei denen geht das bei den Mobs halt so nicht. Man kann halt gedrückt halten. Ach, gedrückt halten. Ja, dann schießt halt von unten nach oben, aber. Ja. Obwohl, der hat sein Bein verloren. Oh. Aber das kannst du nicht nehmen. Oder? Ja, hast du recht. Ja, da können wir nur von den normalen Menschen. Das geht ja auch nicht. Okay, gut zu wissen. Und jetzt? Ich wollte mein Inventar entleeren und dann zur nächsten Höhle gehen. Höhle? Jo, können wir machen. Dann entleert euch mal nochmal. Ich gehe mich auch nochmal schnell entleeren und mal schnell eine Zigarette rauchen. Jo, ich muss auch Pipi, aber hat jemand noch Pfeile? Oder Kieselsteine? Und Holz? Holz ja, gut. Also kann man sie dir ja gleich craften, ist ja Quatsch. Nee, ich mach schon, ich mach schon. Alles gut. Ich drücke immer noch. Nicht rechtsklick. Okay, mehr geht nicht. Okay, ah, dann so geht das nicht, okay. Also ich habe im Notfall immer noch 10 Pfeile für dich dabei, ja, Jusen? Das ist nett. So, warte mal. Kann mir ja gleich mal noch meine Rüstungsteile anziehen. Ich habe ja noch so wenig. Allerdings eine halbe Rüstung haben, bevor wir uns dann losmachen. Okay, nun bleiben wir hier auf dem Stein kurz stehen. Hast du gesehen, Paul, es schneit? Ja, ich hab's gerade gesehen auf dem Balkon. Also bei uns in Potsdam schneit es, Leute. Und sind auch 0 Grad bis minus 1 sollen werden, wenn es jetzt die Nacht durchschneit, bleibt er doch mal liegen. So mit U und ohne L. Also gehen wir den Fluss hoch zur anderen Höhle oder was? So, denke ich mal, oder? Oder wie ist der Plan? Einer vielleicht noch ein gegrilltes Bein oder ein Arm für mich oder sowas?
Man kann eine eins auf den Grill packen. Also aufs Feuerchen. Ich hab noch ein Bein bei. Hältst du das im Auge? Ja, ja. Bleib hier, natürlich. Wenn du es mir gibst, musst du nicht auch mein Essen fertig machen. So, dann, wenn ich gerade gefuttert habe, können wir meinetwegen los. Mein Charakter ist zwar schon wieder müde, aber das ist er irgendwie immer. Dann gibt es ein Energy und dann passt das. Ist da unten mein Fuß? Seht ihr das, Leute? Zwischen meinem Arm und... zwischen meinen Armen da unten, den Zeh, der sieht voll komisch aus, oder? Wie voll lang. Und dünn. Ich glaube, das ist... Nee, das... Ah, nee, das ist ja auf meinem Schuh. Das ist der Mutanten-Zeh. Ach so, ja. Nee, nicht E. G. Ich will's essen. Da, jetzt E. Was soll ich mit dem gegrillten Kopf machen oder sollte der verbrennen, David? Den kannst du auch essen, glaube ich, oder? Ich konnte nur eine Hand nehmen. Achso, dann stecken auf so einen Spieß drauf. Ein Spieß. Muss ein Spieß bauen, Dicker. So, hätte man mal gucken sollen, ob ich im Inventar überhaupt was hab. Es war ja einfach bloß den Stock. Ah, Rechtsklick. Den Stock nehmen. Und einen Kopf oder anspitzen? Weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, in Hand nehmen. Klar, doch, war richtig. In der Hand nehmen und ich habe draußen schon Stecker außenrum gemacht. Achso, auf der anderen. Achso. Hier müsste, glaube ich, noch ein Stock sein irgendwo. Da drüben. Hier. Ah, jetzt habe ich zerbrochen. Oh, okay. Muss ich mich ja auch erstmal drin finden. Wo ist jetzt mein Kopf? Da ist er. So. Okay, David, wenn er gegrillt ist und man den Kopf auf den Stock macht, dann ist er nicht mehr gegrillt. Hab ich Magic. Gesehen, Alter. Ja. Ja, sah gut aus, wa? Oh, hier lag noch eine Fleischtasche neben dem Stock. Kann ich mal auspacken. Oh, ich hab sogar drei Stück. Machen wir alle aus. Wie Überraschungseier für Erwachsene. Ach ja. Schokoriegel und Klebeband, okay. Da habe ich wenigstens was Kleines zu essen bei. Geld und nochmal ein Riegel und Klebeband. Und Nummer 3. Was zu trinken und Klebeband. Oh, sehr schön. Schneebären, okay, habe ich noch nicht gehabt. Mann, warum ist denn immer noch der fucking Stein am Rucksack? Ich habe den noch vorhin runtergenommen. Ah, jetzt hat er alles entfernt, wa? Ne, den Stein. Mehr. Ey, du hast es geschafft. Oh, frag mich wie. Was hat David geschafft? Abzureißen? Echt jetzt? Ja. Oh, das Bett. Was? Hat's ja. Und. Oh, oh. Da kann ich nicht abbauen. Also Bücher, also hier die Schränke sind am schlimmsten. Wir haben einen Holzhaufen. Wenn ich da jetzt eine Molle drauf werfe, brennt alles ab. Oh, ich hab's geschafft. Ja, nice, Jusen. Wer hast das gemacht? Keine Ahnung. Zwei Stück liegen hier nur noch auf dem Boden, die ich gerade nicht bewegen kann, aber sonst. Ja, geil. Ja, nice. Ah. Weißt du was, dann kannst du nur die Dinger abbauen, wenn du die auch gesetzt hast, wahrscheinlich. Ah, das kann sein, das kann sein, ja. Wäre immer gut, wenn einer was alleine baut. Und fertig macht, anstatt wenn da zwei, drei Leute noch mithelfen. Okay, deswegen wenn man es dann abreißen will oder umbauen will, kann man es halt nicht. Ne? Deswegen konnte ich auch die Feuer, glaube ich, letztes Mal da nicht abreißen. Richtig. Ja, schön, dann haben wir hier wieder Platz. Aber hier würde ich sagen, kommt eh unser ganzes Lagerzeug hin, oder? Nee, ja, ich dachte, das Haus wird größer noch. Na, wir können noch eine zweite Etage ins Haus machen. Also, aber hier, guck mal, hier die hier. Ne. Das Holzlager. Das Holzlager und das Steinlager und das Stöckerlager, das würde ich halt einfach hier weiter.
genau. Das würde ich auch hier einfach lassen, oder? Weil man kann ja eigentlich auch noch, da wo die Klippe ist, man kann ja auch noch Schrägen ranbauen oder über die Klippe ein Stück rüberbauen und das in die Richtung erweitern. Usen kannst du das, dass man die Wände Richtung Klippe abbaut und dann nochmal eine Plattform oder zwei ranbaut. Das sollte funktionieren. Können wir ja nachher machen. Wir machen jetzt erstmal die, die Höhle, oder was? Ja, weil was soll ich kann, machen, David? Kann jemand das Ding hier an der Seite noch abreißen? Ist das möglich? Jetzt muss ich ihn drücken, weil mir steht bloß E. C gedrückt. C gedrückt halten. Nö, nee, geht nicht. Ich kann halt E gedrückt halten, aber da will er was auf den Haken machen. Kaputt geht's bestimmt auch nicht, ne? Ne. Oh. Hm, keine Ahnung, Digi. Kann nicht. Ich hab das ja. Oh. Aua. Ich hab's ja aufgestellt, aber. Weiß ich nicht. Kann halt nur auf die Haken zugreifen. Und wenn ich sowas drücke, passiert nichts. Hm, komisch. War gut. Vielleicht kann Newsen das machen. Nein, nein. Ja, ich würde trinken und dann kann man eigentlich schon zur Höhle los, ne? Wo tinken? Ich bin gleich wieder da, ich brauche auch was. Okay, dann warten wir kurz. Der Usen nicht hübsch aus. Was bin ich denn? Eine Frau oder was? Nö. Ich glaube, du bist ein Mann gewesen. Wir sind alle Männer. Aber mit deiner Maske noch auf und so. Ist schon schicki. Ich kann mich leider nicht von außen sehen. Du musst den Stream gucken. Ich stehe vor dir. Ja, okay, stimmt. Sieht ein bisschen gruselig aus, eigentlich. Ja, so ein Nemesis-Nacken. Das ist wie beim Reisen, so ein Stabkissen, weißt du, so ein Nackenkissen. Oder das ist eine Kapuze, wenn es regnet, kannst du da drüber ziehen. Ja. Ja. Sehr schön. Muss mal gucken, irgendwann nachher muss ich mal eine Pause machen, weil bis da Hund rausgehen und mit Frauchen was essen. Dann würde ich aber danach auf jeden Fall eine weiterspielen und ich denke mal, dass ich den Stream dann auch nochmal anmache. Ja, alles klar. Aber erstmal spielen wir noch ein bisschen. Ja, genau. Ich muss ja auch bald mit Akira raus. Genau. Die kleine Maus muss ja auch noch. Jo. Und dann können wir nachher noch ein paar Stündchen zocken, Leute. Aber erstmal zocken wir jetzt. Genau, jetzt nochmal einmal diese Höhle da machen und dann... Aber wie so groß die ist, die kann schon lange genug dauern. War? Das ist korrekt. Korrekt, du Mundo. Hast du genug Pfeile, Pfeile? Nur 10 Stück habe ich bei Digi. Mehr geht ja nicht. Nee, mehr 20. Ich nicht. Also ich habe 20 Steinpfeile. Macht dir auch ja, ein paar Federn habe ich noch. Ich brauche noch ein paar Kiesel. Ja, dann lauf hier durch die Base. Hier sind ein paar vor mir gerade hier. Ja. Also hier sind mega viele auch hier hinter. Also auf weißem Boden siehst du es eigentlich ganz gut hier überall. Na, ich finde hier auf dem braunen Waldboden, da sieht man die Dinger echt extrem gut. Oder halt da, ja. Aber ich habe die Braut schon lange nicht mehr gesehen. Vorhin war sie einmal bei uns, kurz hinter uns, hast aber weggerannt, wo wir auf dem Weg zur anderen Höhle waren. Weil ich wollte ihr mal versuchen, vielleicht diese Betäubungswaffe in die Hand zu geben. Na, oder irgendwas zu essen. Nee, geht ja nicht. Also das nee, Essen will. Nimmt sie nicht, ne? Nee, sie will Waffen auf jeden Fall irgendwie.
frag mich, was ist, wenn du ihr noch einen Bogen baust und dir das anbietest. Na, du kannst ja mal in ihr Inventar reingucken, wenn du sie nicht so mal siehst. Du kannst halt Schrot reinmachen, irgend so einen Kompass und noch irgendwas. Ah, okay. Oder wer weiß, vielleicht ist es auch so eine Funktion usen, dass die dich denn dahin bringt. Wenn ihr Schrot gibt, bringt sie dich zur Schrotmunition. Das kann auch sein, ja. Na, manchmal, wo ich zum Beispiel auch den Machete gefunden habe, da ist sie mir auch hinterhergelaufen und hat immer so gewunken, als wenn ich ihr folgen soll. Ja. Aber ich brauchte halt Essen und wollte halt noch ein bisschen weiterlaufen den Weg, so deswegen habe ich sie ein bisschen ignoriert. Vielleicht sollte man ihr mal folgen und dann. Na, ich glaube schon, Digi. Weil die bringt, also ich. Die greift ja nicht an oder so, also okay, wer weiß, was passiert, wenn man sie selber, ne, aber... Ja, sie ist einmal vor meinen Augen ins Feuer gelaufen. Ich weiß nicht, was das sollte. So. P-Usen, ich hab jetzt, warte. Achso, ich muss hier erst einmal aus dem Baumenü wieder raus. Ich habe jetzt 16 Pfeile bei. 16, okay. Also du könntest theoretisch noch einmal machen. Ich hab aber... Oh. Alter, hab ich einen Trick rausgebracht? Ihr habt's doch gerade gesehen, ne? Ich hab Sachen für zwei Paar Pfeile in die Mitte gepackt. Wenn ich mich gerade nicht verzählt habe. Hab 12 Pfeile rausgekriegt gerade. Hab jetzt aber immer noch von meinen Kieselsteinen bloß 4 verbraucht von 12. Und von meinen Federn habe ich noch 7. Da hatte ich ja auch bloß gerade 11, 12. Wenn ich jetzt nochmal einen Stock... Ich glaube, das könnte verbuggt sein. Warte mal, ich versuch's gleich mal nochmal. Ich gehe mal noch schnell mal einen Stock holen. Nutzt ihr schon wieder irgendwelche Bugs? Ja, ich glaube, man kann sich mehr Pfeile machen, wenn man ganz viele Stöcker, Steine und Federn reinpackt und dann drückt. Ich glaube, ich habe bloß ein Vierer-Stack Pfeile gemacht, habe aber 12 rausgekriegt. Du kannst mehr reinpacken, ja. Ja, aber das hat gerade nicht alle meine Federn weggenommen. Das hätte alle Federn wegnehmen müssen und auch die Kiesel. Brauche ja immer 4 Kiesel für 4 Pfeile. Dann hätte ich jetzt gerade eben so gut wie gar keine mehr haben dürfen. Nee, du kriegst 8. Der bricht doch, du musst doch 4 Stöcker reinpacken und der bricht die alle durch. Dadurch hast du alle 8. Nee, 4. 4? 4, würde ich sagen. Sonst hätte ich ja gerade keine 12 Pfeile rauskriegen können, David. Weil also dann bist 8 und 16. Also du machst 2 Stöcker, 2 Federn und 4 Kiesel rein. Oder halt mehr. Nee, ich mache einfach mehr rein von allem. Baller immer alles rein aus dem Inventar. Und dann klicke ich auf die Dings. Also, ist klar. So müssten 4 Pfeile bei rauskommen jetzt. Und das sind 16. Und ich habe noch von den 7 Federn, habe ich jetzt noch 5 Federn übrig. Und von den 12 Steinen noch 8. Und das, die 3 Holz, wo ich 4 reingepackt habe, habe ich noch 3 übrig. Ich glaube, das ist ein Bug, Leute. Also, du hast überall die richtige Anzahl außer Holz reingemacht, oder was? Nein, ich habe viel mehr Steine reingepackt, viel mehr Federn reingepackt und viel mehr Holz reingepackt und hab aber nur einmal was verbraucht, um 4 Pfeile herzustellen, hab aber jetzt wieder 16. Okay, krass. Muss ich mal probieren, aber ich hab also jetzt... Also ihr müsst, wenn ihr von allem mehr habt, alles reinballern, was geht und dann mal einmal drücken. Und wenn dann der Rest noch über ist, aber wenn ich jetzt wieder ins Inventar gehe, hier, seht ihr? 5 Federn sind wieder da. Also hab nur 2 verbraucht für 16 Pfeile, von den Steinen bloß 4 verbraucht für 16 Pfeile und von den Hölzern habe ich 2 von 3, glaube ich, verbraucht, die hier lagen. Dann wollen wir jetzt zur Höhle oder nicht? 20 Pfeile, nee, hier ist, oder? Ich habe jetzt bloß 4 Pfeile dazugekriegt. Was passiert denn, wenn ich mehr Pfeile herstelle, als ich tragen kann? Dann kloppen die raus oder steht voll da. Ja, da steht da oben beim Zahnrad voll. Dann ist es, glaube ich, nur ein Ansichtsbug. Also, dass da falsch steht, dass das 16 sind, obwohl es nur 4 sind, wisst ihr? Das ist glaube ich, dann generell verbuggt. Ah, ist ja auch nicht schlimm. Ach, es wäre ja cool gewesen, wenn ich die halt alle verdoppeln könnte. Vielleicht funktioniert es ja auch, wenn man gar keine Pfeile dabei hat. Ah, naja, kann ich ja nachher mal ausprobieren. Ach.
Du bist so schon fleißig am Sammeln. Logisch. Gib her die Bären. Ich hoffe ja, dass die denn in ein paar Monaten oder so noch irgendwas machen, dass man mit den Bären und sowas mehr anfangen kann, außer die gleich zu snacken. Dass man die zur Marmelade oder irgendwas und einer Paste machen kann, die ein bisschen mehr Nährwert und Heilung hat. Na, du kannst ja die zwei Pflanzen, die wir da unten rechts haben im Inventar, die kannst du ja auch zusammenmischen schon. Ah, okay. Naja, okay, wir wissen auch noch nicht viel. Ich habe jetzt die wenigsten Spielstunden, ihr beide habt ja schon ein bisschen mehr gezockt. Zwar noch keine Höhlen und so weiter gemacht, da haben sie schön auf uns gewartet, Leute. Ne? Könnt ihr euch ja mal bei Jusen und David bedanken. Vorbildlich. Nee, Jusen und ich haben unsere Extra-Welt. Wir sind eigentlich schon fast durch. Oh, ist auch gut. Solange wir uns nicht spoilert, ist alles schicki. Ja. Iron Man stirbt am Ende. Was? Aber ich habe gehört, der kommt doch dann im neuen, in einem anderen Universum wieder. Schreibt doch hier auf der Marvel-Seite, steht das doch schon. Soll er bei dem Marvel-Film dann in einem anderen Universum weitergehen, wo Iron Man noch lebt oder so, hat halt gehört? Aber wer auch. Ach so, und der ist dann verheiratet mit Dr. Strange, stimmt. Und deren Kind ist der Hulk. Zum Beispiel. Ist aber plausibel, ja. Oh, hier waren wir schon beim letzten Mal. Ah, hier oben müsste dieses Camp da wieder kommen. Ja, da vorne. Da links krabbeln zwei, aber die kann man so plätten, das ist nicht schlimm. Ah, die kommen. Wartet. Sorry, Digi, da warst du ein Stück zu dicht dran. Ja, manchmal macht der. Oh nein, ich hab's gegessen. Hast du einen Pilz gegessen oder was? Ich weiß nicht, irgendeine komische Pflanze. Überrot. Rote Bären. Das Lager ist erstmal leer. Ja. Das ist spannend. Hier, die Boxen sind noch zu. Ich krieg die nicht auf. Ich auch nicht. Bei mir sind sie offen. Das ist vielleicht auch noch ein Bug. Okay, David, so ein Schütter dir. Wieso bleiben wir nicht auf dem Weg? Wieso entfernen wir uns vom Fluss? Man sollst einen Umweg machen. Egal, ich folge dir. Also egal! Wir können natürlich auch gerne den Weg folgen, wenn du möchtest. Nein, nein, ich folge dir, du bist der Weg. Magst du ein bisschen Offroad, weißt du? So, so neue Pflanzen kennenlernen. Ja, neue Pflanzen kennenlernen. So tickst du also. Verschiedene Pilze probieren. Einfach Junkie Life leben. Ja, mal ein bisschen entspannt an hier, natürlich. Man muss doch nicht immer allen hinterherlaufen. Man kann auch auf seine eigenen Fußstapfen setzen. Hier unten ist Nebel, wa? Nee, nee, das täuscht nur. Das ist täuschender Nebel. Ist es täuschender Nebel oder enttäuschender Nebel? Ja, ich hab's gegessen. Und wenn du kurz drückt, isst du es nicht. Ja, ist immer so lang? Ja, ich weiß nicht, ich schlafe. Ey, wird das ein lang, ist lang am Drücker. Ich merk schon. Ich schlaf gerade. Guck mal, hier sind vorne schon wieder. Ach ja, hier gab's die Schaufel, stimmt. Oder? Waren wir hier? Ja. Doch vorhin gefragt, ob hier eine. Achso, nee, wo man graben kann, meinst du? Hat jemand Durst? Hier kann man trinken neben der Leiche. Mh, lecker, Leichenwasser. Aber hier waren wir doch auch schon, oder? Ja, hier waren wir schon, ja. Das ist richtig. Wollen wir hier nochmal schnell, obwohl es schon Nacht, also wird schon dunkel. Könnten wir jetzt nochmal schlafen? Es ist, glaube ich, dunkel, ja. Und hier war nicht die Schaufel, hier war die Axt, Digga. Ich
weißt doch, was ich meine, Junge. Ja, du weißt, was du meinst, aber der Rest der Menschheit nicht. Ja, weißt du, heute ist das Morgen von gestern. Und so. Schreien Sie mich bitte nicht an. Reihe, wann und wie ich will. Ich weiß gar nicht, dass es schwarze Licht gibt. Dip, 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 dip. Meint der David hinterherkommen hier, ey. Ja, der Chief wartet nie, Alter. Ach, was soll ich denn warten? Bis wir bei dir dran sind. Auf deine Kameraden, damit wir als gestärkte Gruppe vorgehen können, statt als einzelne angreifbare Individuen. Lass mich einfach nicht angreifen. Wow, danke. Ja. Wegrennen ist die beste Verteidigung. Sind denn alle da? Wir stehen neben dir. Dann nehmt euch an die Hand, dann könnt ihr nicht verlieren. Okay. Du weißt, dass hier der Schaden an ist im Spiel, ne? Der Teamschaden. Also ja. Lehnen sie sich mal nicht zu weit aus dem Fenster. Okay, hab auch eine Beere gegessen, war nicht sehr lecker. Warum hat er jetzt den Stock genommen? Machete. Okay, hier geht's tief runter. Na, die Höhle ist aber da vorne. Da hinten sind Gegner. Na, hier unten sind auf jeden Fall Gegner. Ja, wir müssen da auch hin. Da ist, glaube ich, auch die Höhle. Da hätte es ein Reh. Hier eins, ganz zwei, viele Rehe. Lass dich mal probieren mit Pfeil und Bogen. Rehe, ja. Super. Oh, neben mir ist eins. Hier wäre, glaube ich, wichtig. Hinter dir. Oh. Hab's. Oh, die kriegen... Oh, ne, kannst du knicken. Zwei Pfeile brauchen die. Du musst auf den Kopf schießen. Ich hilf das. Ach, nee, wirklich? Also, ich wollte eigentlich einmal auf den Hintern schießen. Okay, Pfeiler geht schon runter. Nice. Der hier hat eine Zwille, der in der Mitte. Okay, in der Mitte. Achso. Ein Kachi. Alter, fliegen die Dinger hoch. Ist doch Müll, ist doch Müll, ist doch Müll. Oh, Geld. Money, money, money. Hier ist ein Koffer. Nee, doch nicht. Dann ab in die Höhle, oder was? Guter Stoff. Seid ihr alle ready? Wartet, wartet. Ja, muss eh erstmal aufgemacht werden, wie ich das sehe. Ist offen. Na, kurz trinken, Leute. Trinken, essen, heilen. Das ist ja fast wie ein Ladebalken.
Ein Schmetterling. Meine Messerspitze. Siehst du so einen Schmetterling, bist du gleich das Messer schwingen. Hier ist ein Drahtseil gespannt. Ja, da ist Wäsche und Tücher drauf. Ist noch eine Sauerstoffflasche? Ach, da kommen wir wahrscheinlich gleich zurück. Gehst du weiter, Neva? Nee. Ist das jetzt echt nur ein Ausgang, wo wir aus Versehen rein sind, oder? Ich komme hier nicht rüber. Das ist auch noch gesperrt. Müssen wir noch irgendwas craften? Eigentlich nicht. Wo ist denn der Kaffee? Und man sieht ja, dass man von da hinten mit der Zipline, denke ich mal, hierher kommt. Achso, habt ihr dieses Drahtseil-Ding bei? Wo sollen wir das denn herhaben? Ja, Seil rutscht im Seil, meine ich. Naja, das hängt doch hier über uns, Jusen. Nee, oder meinst du, dass man auch eine rüber macht, damit man hier rüberkommt? Nee, ich dachte, wir können es benutzen, um da vielleicht wieder zurückzugehen. Aber wir bräuchten ja erstmal das Gerät für die... Kannst du das nicht mit dem Bogen schießen? Was soll ich mit dem Bogen schießen? Ich könnte mir vorstellen, dass wir die erst finden müssen, damit wir die Seilrutsche, also das Seilrutschen-Dings können wir ja schon craften. Seilrutschen-Seil. Ja. Und dann habe ich da eins auch schon bei. Ich glaube, dass das ein Ausgang einer Höhle ist, da wo wir irgendwie mal reinkommen und dann kommen wir hier raus, wieder raus. Ja, aber wo wird uns die Höhle angezeigt? Das ist ja das Problem. Seilrutschen-Seil kann man craften, ja, aber ich weiß nicht, benutzen. Wenn wir irgendwas bekommen, dann müssen wir das machen. Das passt hier auch. Ich muss hier, da fehlt noch irgendwas. Da fehlt noch irgendwas? Seil rutschen, Seil. Wer weiß, vielleicht braucht man dafür dann später auch erst die Armbrust. Aber was soll denn das hier unten? Ich kann nicht damit antworten. Vielleicht finden wir später auch erst ein Apparat, so weißt du, wo man an einer Seilrutsche langrollen kann. Ja, dieses. Wie bei Grounded oder so mit den Flöhen drin. Und das, weil wir das noch nicht haben, können wir vielleicht, weil es ist ja hier auch ein Kreis, der durchgekreuzt ist, also fehlt uns ja was. Ja, ja. Aber ich denke, wir müssen erst in eine andere Höhle oder so, da, wo wir das finden, damit wir in der Höhle weiterkommen. Hier unten gibt es nicht die andere Höhle, aber da hin. Jo.
Und gehen wir halt dahin. Heckenkirsch. Hat die da hinten meinst du, oder? Ja. Nee, hä? Warum ist die jetzt weggeploppt? Ich hab bloß meine Karte aufgemacht, ich kann sie ja wieder zumachen. Ah, nee, da ist er hin. Okay, da. Und hier unten müssen wir. Gibt's Fallschaden? Hattest du dann schon ausprobiert? Achso, Fragezeichen ist da, wenn du es noch nicht gegessen hast. Weil man noch nicht die Wirkung kennt. Genau, wenn du es gegessen hast, wird dir angezeigt, dass es essbar ist. Nö, das ist ja schön. Wenn Pech hast bei irgendwelchen Bären oder Pilzen, gehst du einfach drauf. Aber ich hab's probiert. Vor uns ist ein Dorf. Mhm. Wollen wir es da durchprügeln oder wollen wir es ignorieren? Ja, da ist ein Radio. Ich glaube, da ist guter Stuff. Ja, stimmt. Ja, natürlich. Nein. Jetzt ist das so. Achtung, da kommt noch einer. Achso, wir müssen immer dran denken, die Computer und Laptops kaputt hauen, damit wir den Chip rauskriegen, ne? Achso, scheiße, das Radio wollte ich nicht ausmachen. Hey, da ist ein Typ, der auf den Baum klettert. Nur, dass ihr es mal gehört habt. Hützenpullover habe ich eingesammelt. Ja, ich auch. Das ist schöne Musik. Ja, in den Holzkisten, die könnt ihr auch kaputt machen. Da ist auch immer was dran, ja, Leute. Da kommt ein Dude angelaufen. Ja, Holzkisten kaputt machen. Holzkisten kaputt machen, okay. Ist auch geil. Ja, gute Songs, oder? Also ich finde allgemein, ich habe bisher richtig coole Songs dabei gehabt. Jo. So, können wir hier noch pennen? Das hat schon wieder dunkel. Nee. Das geht hier nicht. Wir müssen in die Höhle am besten so schnell wie möglich. Ja, warte, wir haben noch eine Plane gefunden. Bist du hier echt in einem Dingslager campen? Was ist denn die Höhle? Ist die hier irgendwo? Ist du noch ein bisschen entfernt, Leute, oder? Ja, lass mal kurz schlafen. Ich will nicht im Dunkeln durch den Wald latschen. Jetzt ist dunkel. Dann nochmal schlafen. Nochmal schlafen. Weil hier können wir nämlich auch trinken.
immer Leute. Warum ist dieser Typ eigentlich bei uns? Keine Ahnung. Der ist hier irgendwann auf einmal aufgetaucht. Plane kannst du nicht wieder mitnehmen, oder? Doch, natürlich. Doch. Sehr schön. Gut, David hinterher. So, bringt das was, den Kapuzenhoodie eigentlich anzuhaben? Stand da irgendwas, David, oder ist das bloß optisch? Der bringt dir also mehr Rüstung. Oh, warte kurz. Dann ziehe ich mir den erstmal an. Ja, warte, mach ich den auch schnell. Ah, okay, ja. Aber weniger was. Wetter. Jo, naja. Ich muss auch die Zeitbombe bauen. Die wird mir gerade die ganze Zeit da angezeigt. Ich glaube, vorher zeigt er mir keine anderen Rezepte an, auch wenn wir neue Sachen einsammeln. Und zu Hause so ein Ding bauen. Aber es wird ein Stück C4 sein mit einer Uhr, ein bisschen Draht oder irgendwie so in der Art. Ja. Aber die Dinger waren auch sehr gut. Dynamit gab es, glaube ich, im ersten auch noch, oder, Jusen? So Dynamitstangen, die man nach vorne geschmissen hat? Oder war das ein anderes Spiel? Wir haben so viele Survival-Spiele in den letzten 2 Jahren gespielt. Ich weiß es auch nicht, Dicker. Ja, kann nur sein, dass ich es verwechsel, weil... Oder vielleicht geht's. Wir gucken einfach. Hier gibt's so viel. Ich würde auch gerne später mal wieder ein Baumhaus bauen. Vielleicht, wenn wir dann neben unserer Hauptbase auf der anderen Seite der Map nochmal eine kleine machen. Vielleicht als Baumhaus. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Oder so mehrere Baumhäuser, die wir miteinander verbinden. Hier sind welche. Hier sind Gegner. Kann ich ihn mitnehmen oder ignorieren? Ja, hier ist, glaube ich, nicht. Ich würde sagen, ignorieren. Dann weiterlaufen. Wo bist du, David? Einfach rechts rum. Hier auf dem Weg ist auch einer. Ich bin hinter dir. Aber ich muss schon mal sagen, die Details in den Wäldern gefällt mir schon extrem gut. Also, oh, Aloe Vera könnte das sein. Was sie hier noch mehr aufgefahren haben, dass die Strukturen nicht alle gleich sind, dass noch Efeu an den Bäumen wächst, mehr verschiedene Bäume. Das macht schon was her. War das? Ein Reh. Ach man, aber nicht mal mit einem starken Schlag ist das Ding One-Shot. Brauchen wir schon, glaube ich, wirklich die bessere Armbrust. Wir müssen noch hier oben. Ja, ich wollte ein Reh killen, aber es bringt nichts. Ich weiß auch nicht, wie viel, wenn du da vier Pfeile brauchst, hatte ich wieder. Oh, hier ist eine Box. Okay. Ja, ich habe eins gekillt. Ja? Nice. Ja. Wenn ihr genug ausdauert mit der Machete hinterher sprinten, dann seid ihr fast schon ein Stückchen schneller. Und wenn er zuschlagt, auch wenn ihr ein Stückchen zu weit dahinter seid. Oh, scheiße, Roh wollte es jetzt nicht essen. Oh, man kann das ganz auf den Grill packen, oder? Ja, du kannst mehrere Teile rausnehmen. Okay. Ich glaub nicht. Ich hab's ja schon gehäutet. Aber das... Also es geht, also wenn du wirklich dicht rankommst, gerade war ganz gut, hinterher sprinten und, obwohl du denkst, hier vorne ist wieder eins, man ist zu weit weg, zuhauen.